Moin, liebe Freunde vom HSV und vom Moin Volkspark. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des HSV Talks. Diesmal wieder aus dem Park. Und was für ein Wochenende, Scholle. Was war das für ein Spiel? 3:0 gegen Hertha gewonnen. Kein Ja. Gegentor? Das kennen wir gar nicht. Nee, und das tut so unfassbar gut, ehrlich gesagt. Also wirklich jetzt auch dem Kopf mal einfach zu sehen, dass das, was man jetzt seit ein paar Jahren ja auch immer wieder sagt, dass das da auch wirklich funktionieren kann. So, es war ja nicht klar, dass es funktioniert, aber es hat am Wochenende zumindest schon mal besser funktioniert, zu Null gespielt und das auch, weil, das muss man ganz ehrlich sagen, weil die Mannschaft einfach tiefer gestanden hat. Also ich weiß, dass es ganz viele gab, die das ganz böse fanden, dass man Tim Walter sagt, dass nur halt diese eine Nuance fehlte, um die Balance herzustellen zwischen Defensive und Offensive, aber dass diese Nuance halt einfach nicht da war über Jahre. Und jetzt hat man sie tatsächlich das erste Mal im Spiel gesehen. Viele machen das an der schlechten Hertha fest. Ich mache das nicht an der schlechten Hertha fest. Ich mache es am HSV fest, der es einfach sehr gut gemacht hat, der sehr gut defensiv gestanden hat, der offensiv sowieso einfach ein Potenzial hat, das gegen jeden Gegner reicht, also gegen jeden Gegner reichen kann. So, Entschuldigung, man muss es vorsichtiger sagen. Die werden auch mal schlechtere Tage haben, das ist ganz klar. Aber ich würde gerne einfach mal ein Zitat auch rausholen, weil man denkt ja immer, der Scholle redet Scheiße da und das seit 2 Jahren immer nur gegen Walter. Stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, viele Sachen von Tim Walter finde ich richtig gut und mir fehlt ja halt nur ein ganz kleiner Teil. Und den hat man am Wochenende das erste Mal in einem Spiel gesehen. Wie gesagt, das erste Mal. Das heißt, man muss es jetzt erst noch bestätigen. Aber es war zumindest ein sehr guter Anfang. Und Jonas Meffert hat gesagt nach dem Spiel, unser Plan war schon, wenn die Berliner in Ballbesitz sind, ein bisschen tiefer zu stehen. Und er hat dann auch gesagt, dass die zu Recht vorher geäußerte Kritik an den Gegentoren wirklich völlig zu Recht war. Ich bin einfach froh, sagt er, dass wir zu Null gespielt haben. Und das auch, weil wir defensiv geordnet standen. Also es ist tatsächlich so, dass auch innerhalb der Mannschaft natürlich klar war, dass man diese Gegentore nicht einfach so in Kauf nehmen würde. Man war nicht bereit dazu, keiner ist bereit dazu, auch Tim Walter bin ich mir ganz sicher nicht, irgendwie jedes Spiel mit 19 zu 18 zu gewinnen. Keiner will 18 Gegentore haben, jeder möchte halt möglichst defensiv stabil sein. Und da ist der HSV jetzt zumindest mal einen sehr guten Schritt gegangen. Mal sehen, ob man diesen Weg jetzt weiterverfolgt. Ich finde es besonders gut, dass es gerade gegen ein Team wie Hertha geklappt hat. Klar, die sind verunsichert, die haben einen Fehlstart hingelegt. Ja. Trotzdem ist es ein Absteiger aus der Bundesliga. Das ist die Genau. Konkurrenz, mit denen müssen wir uns messen. Ja. Und ich finde, dass dieses kalkulierte Risiko, was jetzt gegangen wurde, das ist eben nicht Harakiri voll Richtig. drauf, das kann funktionieren. Und das war Ja. vielleicht schon mit die souveränste Vorstellung, die ich von Walters HSV gesehen habe. Also mir fällt jetzt kein Es war die Spiel souveränste ein. Vorstellung, ehrlich Ja, gesagt. Also das wirklich war jetzt, richtig gut. ja, das war einfach, also auch bei anderen Spielen, wo du mal 6-2 oder 5-0 oder was auch immer, also selbst da gab es Phasen, wo man dann immer dachte, oh, wieso kriegst du denn selbst gegen die jetzt nochmal Probleme? Also das war diesmal nicht so. Man hat also wirklich mal die Deckung hochgehalten, um mal im Ja. Boxerslang zu bleiben. Man hat die Deckung hochbehalten, man hat sich keine Blöße gegeben hinten raus in der Defensive und hat vorne einfach die Dinger gemacht. Und das war, finde ich, ein sehr, sehr souveränes Spiel. Und ob das jetzt an schlechter Hertha lag oder am sehr guten HSV, ist mir eigentlich relativ schnurz. Es hat gezeigt, wie es funktionieren kann. Und das ist wichtig. Das ist die Lehre. Man muss ja jedes Spiel nicht nur an den Punkten messen, sondern auch an dem, was man daraus ziehen kann, was man daraus mitnimmt. Und ich glaube, der HSV hat hier am Wochenende ein ganz, ganz starkes Beispiel dafür bekommen, wie es noch besser funktionieren kann als in den letzten Jahren. Was erwartest du nächste Woche? Boah, das wird in Hannover ist auch immer ein schönes Spiel. Da ist auch immer richtig was los. Hannover und HSV sind ja nun auch befreundet, also ist noch nicht mal so kritisch. Dann haben wir da natürlich schöne Erinnerungen an ein sehr, sehr schönes Tor in der letzten Minute durch Königsdörfer damals. Hannover halte ich dieses Jahr für stärker als letzte Saison. Ich glaube, dass die auch besser hätten starten können, dass sie den Start so ein bisschen vermurkst haben. Ich hätte die tatsächlich, ganz ehrlich, mit Düsseldorf und dem HSV und St. Pauli, ich hätte gedacht, dass die ganz oben mitspielen, dass sie auch ganz oben dabei sind. Werden sie, glaube ich, über die lange Distanz auch schaffen, wenn sie ein bisschen Ruhe in den Verein bekommen. Die HSV-Fans in Hannover sind sowieso immer eine Wucht. Da ist ja klar, da sind ja nicht nur die Tickets verkauft worden an HSV-Fans, die dem HSV generell zustehen, sondern da wird auch noch drumherum eine Menge Genau, passiert darauf sein. habe ich gerade angespielt. Ja, auf jeden Fall. Also das wird voller sein als oder da werden mehr HSVer als von dem Kontingent her zur Verfügung standen. Ja, ich glaube auch, dass Hannover diese Saison eine bessere Rolle spielen wird, gerade auch, weil sie an Stefan Neitl festgehalten haben. Genau. Das sah ja nicht ganz so aus letzte Saison. Aber muss man auch mal sagen, es gibt immer einen Faktor, der Hannover stört, und das ist der Martin Kind als Hauptgesellschafter. Und wenn ich jetzt schon wieder lese, dass Leitl sich gegen Kritik von Kind wehren muss und das auch getan hat, sehr klar und deutlich. Wer Martin Kind kennt, der weiß, der lässt das nicht auf sich sitzen. Und das ist so eine Sache, da muss Martin Kind an sich arbeiten, da muss muss Hannover, also der hannoveranische SV dran arbeiten, also der HSV aus Niedersachsen. So, sonst werden sie es wieder nicht schaffen.
Also die machen, was die Clubführung betrifft, machen die tatsächlich noch viel mehr falsch als andere Beispiele hier im Norden, die wir Ja. leidlich miterlebt haben. Ja, jetzt haben wir sozusagen diesen Blueprint einmal gehabt, Genau. dieses Musterbeispiel, Genau. wie man gegen, Blueprint. ja, wie man gegen, ja, wieder herkommen. Die Entschuldige, Blaupause Anglizismus. auf Deutsch. Ja, genau. Jetzt wissen wir, wie wir, oder es wurde eindrucksvoll bewiesen, wie man gegen solche Gegner spielen muss, wie Genau. Hertha zum Beispiel. Gut, gegen Schalke war es ja auch schon bockstark, bis Ja. natürlich auf die Gegentore. Ja, Das, da war das dieser offene Kampf. Da ja, war es genau. halt, komm, Deckung runter und geh los und prügel so doll los, wie du kannst. Hoffentlich kippt er eher um als du. So, das war so das Prinzip gegen Schalke. Es hat funktioniert. Jetzt gegen Hertha war es halt anders. Da war es halt kontrolliert. Mit Deckung und dann trotzdem hin und den Gegner halt wirklich einfach vorbereitet und dann K.O. geschlagen. Also, und das war einfach ein ganz souveränes, gutes, taktisch auch wirklich voll aufgehendes Spiel. Also es war, ja, da muss man auch mal sagen, so, ne, so sehr man dann Tim Walter auch mal kritisiert für die anderen Spiele, kann man ihn auch da mal loben und sagen, pass mal auf, das war einfach richtig gut und das ist dann auch Note 1. Also, hört hin, Scholle lobt Tim Walter und das vollkommen zu Warum Recht. denn nicht? Das Ich ist glaube, nach so einem Auftritt muss man einfach anerkennen, das war ganz, ganz stark. absolut. Hoffentlich und bitte mehr davon. Ja, Am besten schon nächste Woche bei unseren Freunden in Hannover. genau. Gute Neuigkeiten gibt es aber nicht nur aufgrund des Wochenendes, sondern Kapitän Sebastian Schonlau verlängert bis 2026. Ja. Das ist eine tolle Nachricht zum Start der Woche, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Sebastian Schonlau ist für mich ein Spieler, der vor allem in der zweiten Liga für den HSV extrem wichtig ist. Er hat diese Antizipation hinten in der Abwehr. Er kann der Abwehr führen, er kann sie stellen. Er ist ein Kapitän durch und durch, also von hinten raus auf dem Feld wie auch außerhalb. Und deswegen freue ich mich wirklich darüber, dass er verlängert hat. Und ja, schauen wir mal, was das jetzt für eine Auswirkung noch auf die Mannschaft hat. Es zeigt ja zumindest, dass die Hauptakteure beim HSV, also die Leistungsträger, wenn sie alle verlängern, das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass es nicht zu teuer war. Ich hoffe, dass es alles im preislich vernünftigen Rahmen abläuft. Und wenn das geschehen ist, wenn das passiert ist, dann muss man sagen, hat der HSV hier sehr gut gearbeitet. Wie Und siehst du denn schon auch? also ich Ja. bin bekanntermaßen ein sehr großer Fan von Sebastian Schonlau. Du Am bist ein Anfang Fan von nicht. allen Ich Spielern, oder bin, wie? na, das würde ich nicht Ne? sagen. Ne? Das würde ich nicht sagen. Nee, das definitiv nicht. Aber viele Sebastian findest Schonlau bin ich ein Fan, nicht nur persönlich, weil ich ihn für einen sehr intelligenten, gebildeten Mann Genau. halte. Das ist immer schon mal viel wert im Fußball. Und er ist zu Recht Kapitän. Ja. Und ich finde, dass es ein Spieler ist, der auch die Spieler um sich herum besser macht. Und das ist für mich der entscheidende Faktor. Sehr gut formuliert. Sebastian Schonlau Genau ist so. natürlich nicht der Schnellste. Er ist trotzdem gut im Aufbauspiel. Ich finde, er ist auch gut bei Standards. Er ist kopfballstark. Obwohl er natürlich nicht der breiteste ist. Er ist schon groß, aber er ist kein Aber Stefan Kopfballstark. Ambrosius. Genau, das finde ich gut. Jetzt ist die Frage, Sebastian Schonlau, man muss ihn eigentlich spielen lassen, weil er so wichtig ist im Mannschaftsgefüge. Aber wenn du jetzt Guilherme Ramos hast, der immer stärker wird, der auch gut gespielt hat gegen Hertha, Hatzika Dunic, wenn die sich einspielen, ja, das wird hart, einen rauszunehmen. Ne? Aber trotzdem, ich meine, Schonlau ist essentieller Stammspieler. Das ist, glaube ich, der steht nicht zur Disposition. Nein. Trotzdem, das wird ein Luxusproblem, in meinen Augen. Und am Ja, Anfang der Saison aber haben wir noch gesagt, wie soll das werden? Und bleibt mal gespannt, abzuwarten, wie die Innenverteidiger jetzt in den nächsten Spielen agieren. Also Schonlau wird ja wahrscheinlich erst in ein paar Wochen überhaupt erst zur Verfügung stehen. Schalke ist ja schon, Hertha hat ja gezeigt, dass es nicht allein an der Qualität der Innenverteidiger liegt, sondern es liegt auch an dem taktischen System. Wie steht man? Wie tief steht man? Wie hoch schiebt man die Außenverteidiger? In Essen war es ja zum Teil auch so, da hat man die beiden Außenverteidiger wieder vor dem ballführenden Spieler gehabt. Und wenn der dann abgefangen wird oder da ein Ballverlust entsteht, dann passiert das, was in Essen auch bei dem Tor war, über die Muheim-Seite. Also da muss man immer so ein bisschen ja, differenzieren. Und man muss dazu sagen, Sebastian Schonlau spielt halt einfach schlau, der weiß halt genau, wann er wie nach vorne rücken kann. Ja, du hast es genau richtig formuliert. Also das ist der Satz, der wirklich für mich das Hauptargument ist bei einem Meffert, bei einem Schonlau. Die beiden Spieler machen ihre Mitspieler besser. Die machen die Mannschaft besser. So, und das ist ein Faktor, den haben nicht viele Spieler. Dieses Potenzial oder diese Qualität, das haben nicht viele. Viele haben es in dem Fuß, können laufen, können ackern. Ein Ludovic Reis, der macht einfach so viel. Der ist halt einfach fußballerisch in einer Qualität unterwegs, die ihn unentbehrlich macht. Und bei Schonlau und Meffert ist es dann eher halt das Organisatorische, das Gefüge zu sortieren beim HSV und da halt eine Ordnung reinzubekommen. So, Sebastian Schonlau draußen zu lassen, halte ich für fast unmöglich. Ja, Also ich glaube auch bei allein Tim schon bei Walter, Walter ihn zu sehen. nein, das sowieso und auch völlig zu Recht, auch völlig zu Recht. Sebastian Schonlau muss spielen. Hatzika Dunic,
War ich am Anfang kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt, auch wenn er noch nicht überragend gespielt hat jetzt. Er hat aber jetzt gegen Hertha, fand ich, hat er wirklich schlau Fußball gespielt. Er hat zwischendurch das Ding auch einfach mal ganz stupide auf die Tribüne gewichst, den Ball. Ja. Einfach mal weg das Ding. Ja, weil muss man auch. Man muss auch nicht alles spielerisch lösen. So, und das hat er einfach gut gemacht. Und man sieht halt einfach, dass das einer ist, der ist schon auch ähnlich von der Art, von der Spielart. Ich glaube nicht, dass er so organisatorisch unterwegs ist. Allein sprachlich wird das schon problematischer sein. Weil er ist ein Sprachtalent. Er spricht ja 5 oder 6 Sprachen fließend. Ja, aber er redet nicht ganz so viel wie Schonlau auf dem Platz. Schonlau ist schon derjenige, der die Ansagen macht, zusammen mit Meffert auf dem Platz. Also die reden schon sehr viel. Ja. Und das ist auch gut so. Heuer Fernandes ist auch sehr laut geworden, ehrlich gesagt. Inzwischen, da kann man auch mal drauf achten. Der redet wirklich sehr, sehr viel von hinten raus. Ist auch gut. Man darf nur nicht zu viel haben. Man muss immer aufpassen. Da muss Balance auch daran sein. Aber einen Schonlau draußen zu lassen, ist für mich unmöglich. Er kann mit einem Hatzigadunic zusammen spielen. Das passt auch. Das würde funktionieren. Hatzigadunic ist auch nicht so langsam. Der kann auch mal den einen oder anderen ablaufen. Was mir trotz allem als Stilmittel gut gefallen hat, und das spricht wieder dafür, dass man einen Ambrosius oder einen Guillaume Ramos auf den Platz lässt. Mir gefällt es halt einfach, einen hinten zu haben, der einfach wegräumt. Der einfach wirklich, der einfach, Caro, einfach ein verteidiger Fußball spielt. Oder dem Gegner auch mal wehtut. Also ein Schonlau tut dem Gegner nicht so weh. Das ist einer, der grätscht clever, der läuft einen Ball mal ab, der stellt sich gut in den Raum und so. Aber der haut jetzt nicht irgendwie den Spieler um oder auch mal in einer Phase, wo es nicht läuft, dann man Zeichen setzen mit einer Grätsche, die wehtut und wo man sich eine gelbe Karte holt. Ramos ist da halt auch einfach in seinen Stilmitteln etwas beschränkter als Schonlau. Der muss das machen, aber er macht es auch. Und er holt alles aus dem raus, was er kann. Ja, hat mir auch gefallen, ehrlich gesagt, jetzt so. Also, wie gesagt, sein Stellungsspiel ist ausbaufähig, sehr ausbaufähig. Aber sein Wille und sein Ehrgeiz und dieses, wenn du einen Gegenspieler hinter dir hast, der immer schon laut atmet und wo du genau weißt, oh Mann, gleich kommt er wieder, es tut wieder weh, du musst wieder aufpassen, dass er dir nicht die Hacken zerstört. Das ist nicht verkehrt. Das stört den Gegenspieler schon massiv. Ja. Und das ist wichtig. Und das bringt dann wiederum ein Ramos mit oder halt auch ein Ambrosius. Beide können das. Ja. Und es hat sich gezeigt, es hilft, so eine Kante auf dem Platz zu haben. Ne? Absolut. Absolut. Auch alleine im Luftspiel. Ne? Also allein die Luftduelle, die hier hinten beiden rausgeholt haben, das ist schon stark gewesen. Also Ramos verliert ja gefühlt kein Kopfballduell. Okay, jetzt haben wir über die Verteidigung gesprochen. Ja. Das ist schon die Qual der Wahl, gerade wenn es jetzt mit dem Spielsystem ein bisschen ausgewogener funktioniert. Wir müssen trotzdem nach diesen letzten Partien, vor allem nach dem Spiel gegen Hertha, nochmal 2 Spieler hervorheben. Ich fange an mit meinem Favorite und der ist es eigentlich schon seit 3 Jahren. Es ist Mr. Robert Glatzel. Ja. Was für ein Spieler. Und ist er in der Form seines Lebens? Ich finde schon. Also ich habe ihn oft schon als in seiner Form seines Lebens bezeichnet, aber ich glaube jetzt, er ist nochmal besser geworden. Wenn man das vergleicht mit vor 2 Jahren, da hat er noch 11 Meter verschossen, da war er noch ein bisschen unsicher. Mittlerweile ist er der Tormagnet. Er macht die Dinge, er macht ein Ding pro Spiel. In jedem Spiel hat er mindestens einmal getroffen, sowohl im Pokal als auch in der Liga. Und ich glaube nicht, dass es nachlassen wird. Im Gegenteil. Ich glaube, es werden die Spiele kommen, wo er nicht trifft. Und allein das Abseits-Tor, dass er auch da richtig stand. Ja. Das ja, er ist einfach, also ich habe das am Wochenende auch nochmal eine kleine Anekdote, bei der Bewertung der Spieler habe ich dann gesagt, so ein Benesch und ein Jatta haben halt einfach für mich überragt in dem Spiel, die waren, weil sie aber auch besser waren als sonst. So. Und dann habe ich überlegt, so okay, beide eine 1 und Robert Glatzel, dann gibst du eine 2 und dann habe ich mir das aber nochmal überlegt, nochmal alle seine Szenen durchgedacht und so habe ich gesagt, Alter, der ist nicht ein Müh schlechter als Jatta oder Benesch, im Gegenteil. Er bringt das jetzt jedes. Du hast halt schon einen ganz anderen Anspruch an. Ja. Also der Anspruch von mir an Glatzel war das, was er jetzt gezeigt hat, das war für mich gut. So für ihn, also für seine Verhältnisse. Dass das auf Vergleich mit anderen dann schon wieder sehr gut ist, oder vielleicht sogar eine 1 mit Sternchen, das hat man schon ein bisschen weggeschoben. Also da will ich nicht ungerecht sein, aber Robert, im Gegenteil, das darf Robert Glatzel gerne als Kompliment empfinden. Also normalerweise eine 1er-Leistung für einen normalen Stürmer ist bei ihm eine 2, weil er halt einfach so gut ist im Moment, dass er so konstant starke Leistungen bringt. Der ist für den HSV genauso wenig wegzudenken. Den brauchst du vorne, also ohne den hast du auch nochmal einen Unterschied. Genau, Glatzel macht den Unterschied und er ist wirklich Dreh- und Angelpunkt. Absolut. Im Offensivspiel. Er ist ja nicht nur der Neune, der in die Box rangeht, sondern er ist der moderne Stürmer. Er macht viele Wege, er lässt sich tief fallen. Wahnsinn. Er ist auf den Außen zu finden. Manchmal zu viel.
Manchmal zu viel. Also wie gesagt, es gibt diesen Punkt, den Tim Waldemar an ihm kritisiert hat und ihm auch immer noch sagt, dass er halt, wenn er sich zu tief die Bälle holt, dass er dann halt auch nicht in der Box sein kann, wenn der Ball da reinkommt. Das stimmt. Und dann fehlt auch der zweite Spieler, der das kann. Der HSV hat nämlich keinen anderen, der da vorne in der Box so richtig präsent ist. So. Aber trotz allem, was er macht und wie er sich da einbringt, also es wirkt wirklich so, als ob der total glücklich ist mit dem, was er jetzt beim HSV macht, nämlich, dass er seinen Vertrag verlängert hat, dass er hier beim HSV spielt, dass er mit dem HSV eine sehr gute Rolle spielt, er trifft. Also, mal sehen, ich kann mir aktuell sogar sehr gut vorstellen und auf Holz geklopft, dass er gesund bleibt natürlich. Nein, da muss ich auf Holz klopfen jetzt. Ich hoffe einfach, dass er gesund bleibt, weil wenn er gesund bleibt, dann ist er eine absolut ernstzunehmende Alternative für die Torjäger Krone. Nein, auf gar keinen Fall. Für die Torjägerkanone in der zweiten Liga. die ist ja gefühlt schon vergeben an Terodde. Aber ist sie nicht. Ja. Ich dachte, du gehst ja schon so weit und sagst hier EM 2024 nein, mitnehmen. Nein. Ja, wir wollen, lass uns mal, also man muss bei allem, bei der Relation auch in der zweiten Liga bleiben. Nein, aber, jetzt, mal, aber, weiß, aber Spaß dafür beiseite, ist es wenn halt du jetzt, schon top. Wenn du jetzt zur zweiten Liga, ihn in der zweiten Liga jetzt siehst, ich finde, er ist der beste Stürmer zurzeit. Er ist besser als Terodde. Nicht nur von seinem Output, sondern auch allein schon von seiner Workrate, wie er eben so ein Spiel angeht. Alter, ja, du lachst haust da mal Dinger raus. Ja, Workrate. Ja. Ich muss das immer übersetzen, um das zu verstehen. Ja, zu viel aber Premier League geguckt hier. Aber total, hast du zu 100% recht. Ja. Also kann ich so unterschreiben. Genau. Also Glatzel haben wir jetzt besprochen. Absolut. Und einer fehlt noch, du hast ihn gerade schon angeteasert, Laszlo Benes. Was ist denn los? Der kommt jetzt, ne? Also der entwickelt so über seine Erfolge, die er hat mit Pässen und Toren, entwickelt er so ein Selbstvertrauen, das ihn einfach echt stark macht. Ich finde ihn auch sehr aktiv im Mittelfeld. Also er macht sehr viel. Er war jetzt gegen Hertha, Ludovic Reis ist ja auch noch nicht wieder bei 100%, aber er war gegen Hertha für mich auch im Mittelfeld der aktivere, der wichtigere Spieler, der mehr gemacht hat und der dem HSV auch Stabilität in der ersten Halbzeit gegeben hat, weil er viel abgelaufen hat mit. Er macht nach vorne immer viel, er ist immer viel unterwegs, er hat einen unfassbar guten Schuss natürlich, ne? Da ist er sowieso immer vorne mit dabei, er kann den Pass spielen, er kann Freistöße, also der ist tatsächlich, der kommt gerade richtig. Bei ihm fehlt mir so diese Hundertprozentigkeit, also über das ganze Spiel mal sowas zu machen. Er hat dann immer Pausen dazwischen, wo er sich rausnimmt. Das macht einen Tsunali noch viel krasser. Der macht das auch, der eine gute Aktion und dann hat er wieder 5 Minuten, 10 Minuten Leerlauf und dann macht er wieder was Gutes und dann wieder so. Also, das ist bei Laszlo Benes schon deutlich besser geworden. Da ist die Taktung ist da deutlich näher beieinander. Und so wie er im Moment spielt, ist er auch gesetzt. Also ein Emanuel Ferrei, den ich auch für einen tollen Fußballer halte, der muss sich hinten anstellen. Das ist so. Das ist im Leistungsfußball so. Wenn die anderen funktionieren und du gerade nicht dabei warst, dann bist du draußen. Ja, das ist natürlich Pech für ihn, denn in der Vorbereitung sah es ja noch so aus, als wäre Benes die zweite Wahl. War sicherlich auch so angedacht. Aber er hat ja selbst auch gesagt, er sei in der Form seines Lebens. Will aber noch nicht aufhören, da können wir also noch einiges erwarten. Ich glaube auch, dass die Konstanz jetzt bei ihm das ist, was ihn so gut macht. Er hat ja immer schon die Ansätze gezeigt, aber wie gesagt, wenn man das vergleicht an Robert Glatzel, war nie wirklich inkonstant. Er war eigentlich immer, er hat immer auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Genau. Und Laszlo Benes haben wir natürlich schon Spiele gehabt, wo wir dachten, wen haben wir da geholt. Das meine ich damit. Also das, diese Konstanz fehlt ihm noch. Aber er kommt jetzt in eine Taktung, die macht er schon sehr spannend. Der Kopf ist bei Benes im Moment voll auf Erfolg. So, der weiß einfach, er kann es, er weiß, es funktioniert wieder bei ihm. Er hat was im Fuß, er kommt aus einer Phase, aus einer ganz langen Depression sozusagen, Fußballdepression. So, er kommt da raus, der ist im Moment in so einem Überschwang. So, und wenn Tim Wald ihn richtig einfängt und die es alles richtig kanalisieren, dann kann das ein richtiger Faktor für die Saison werden jetzt. Das hoffen wir mal alle. Ja. Und ich glaube, Laszlo Benes wird uns noch viel Freude bereiten diese Saison. Ebenso wie natürlich alle anderen genannten. Auch die wir jetzt nicht explizit angesprochen haben. Ja, wir können sagen, das war richtig gut. Bitte mehr davon. Und es muss auch mehr davon geben, wenn der HSV das Ziel des Aufstiegs erreichen will, des direkten Aufstiegs. Bitte keine Relegation. Mhm. Drittes Mal in Folge, das halte ich nicht durch. Aber wie gesagt, so wie Jonas Meerfahrt und Daniel Heuer Fernandes das auch gesagt haben, die Verteidigung fängt ja schon ganz vorne an. Und wenn du von Anfang, also von der Sturmspitze bis zur Defensive, alle mitarbeiten, dann kommt es auch oft dazu, dass die gar nicht mehr in den Angriff kommen, der Gegner, dass man den Ball schon vorab fängt. Und das macht der HSV kompakt richtig gut. Und vor allem bietet er keine Räume. Er bietet die tiefen Räume nicht an. So, und das ist für mich das Entscheidende gewesen. Hoffe, dass das so beibehalten wird und dass man dann in den nächsten Wochen noch viele solcher Spiele erleben kann, wo der HSV zu 0 spielt und meinetwegen auch mal nur 1-0 gewinnt.
Aber ich sage, selbst wenn man immer so defensiv spielt, hat der HSV eine Offensive, die in jedem Spiel für 2 oder mehr Tore in der Lage ist. Das allein durch Standards schon, muss man dazu sagen. Die kommen ja auch noch. Ja, guter Schlusspunkt. Wie habt ihr den HSV gesehen? Lasst es uns gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Und als Abschluss noch, wir haben fast die 14.000 Abonnenten geknackt. Bitte lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Das würde uns sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis bald mal wieder. Und vor allem, danke dir. Scholle meldet sich nach dem Hannover-Spiel. Auf jeden Fall. Blitzfazit nach dem Auswärtssieg. Ja, gut. Ich klopfe mal hier auf Holz. Auf viel Hirnmasse. Super. Mach's gut, Leute. Ne? Ciao. Vielen Dank.